Heute ist der 10. Jahrestag der verheerenden Katastrophe von Fuyuki City. Aus diesem Anlass wird eine Gedenkfeier im Fuyuki Central Park stattfinden. Die Ursachen des Unglücks, das über 500 Menschenleben forderte, sind noch immer ungeklärt. Die Narben, die die Katastrophe am Unglücksort hinterlassen hat, sind heute immer noch sichtbar. Die 400 Teilnehmer bringen Blumen zum Unglücksort und gedenken im Stillen der Opfer, während sie gleichzeitig die Schöpfung dieser Stadt zerstören. Und aufgrund der zahlreichen Gas bin ich voll gefressen. Es ist ziemlich spät geworden. Ich sollte jetzt vielleicht wohl lieber gehen. Ich begleite dich. Ist viel zu gefährlich da draußen. Vergiss nicht, die Tür abzuschließen. La 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 la. Entschuldige, Senpai. Nein, ich muss mich entschuldigen. Jetzt hast du mir so lange beim Aufräumen geholfen. Mach dir keine Gedanken deswegen. Ich finde es toll, mit so vielen Leuten zusammen zu essen. Oh, was ist denn mit deiner Hand? Vielleicht habe ich mich beim Müllsortieren geschnitten. Hiermit verfüge ich. Von nun an sollst du meinem Befehl gehorchen. Und dein Schwert soll mein Schicksal bestimmen. Treu dem Gesetz des Heiligen Grals. Antworte mir, wenn du bereit bist, diesem Ruf zu folgen. Hiermit schwöre ich, dass ich alles Gute bin, was in dieser Welt ist. Ich bin diejenige, die das Böse in der ewigen Welt vernichten wird. Du, die 7 Tage in die göttliche Dreifaltigkeit gewandelt, tritt heraus aus dem Kreis der Zwänge. Der Krieg um den Heiligen Gral. Er kreist um ein allmächtiges Werkzeug, das seinem Besitzer jeden Wunsch erfüllt. Den Heiligen Gral. Es ist ein Wettbewerb zwischen 7 Mastern, die dafür 7 Servants in den Kampf schicken. Der Heilige Gral wird selbst entscheiden, welcher von ihnen seiner würdig ist. Die Master stehen sich im Kampf gegenüber und töten einander. Der Gral wählt nur einen Besitzer. Die Servants sind Helden, deren Leben durch den Heiligen Gral zur Legende geworden ist. Im Wesentlichen begleiten sie ihren Master in spiritueller Form. Doch sie können sich materialisieren, um ihm im Kampf zur Seite zu stehen. Der Gral ist dazu fähig, solche Wunder geschehen zu lassen, also folgt daraus, dass er seinem Besitzer unbegrenzte Macht verleiht. Dass noch jemand hier ist. Hey. Sterb! Servant Saber. Ich habe deine Beschwörung vernommen und bin erschienen. Ich frage dich. Bist du mein Master?
Shiro Emiya. Von nun an wird sich deine Welt dramatisch verändern. Du bist jetzt jemand, der entweder tötet oder der getötet wird. Du bist bereits ein Master. Ich werde kämpfen, um diesen lächerlichen Kampf ein Ende zu setzen, den ihr den Krieg um den Heiligen Gral nennt. Freu dich, junger Mann. Dein Wunsch wird endlich erfüllt werden. Du musst mir nichts vormachen. Deine Kümmernisse sind die eines menschlichen Wesens. Also dann? Du hast schon kapiert, dass wir beide Feinde sind, oder? Feinde? Oh. Ich hab dich zu Kireis Kirche geführt, weil vernünftige Feinde schließlich wissen müssen, worum es eigentlich geht. Aber jetzt bist du auch ein Master, Emiya. Also bleibt uns jetzt wohl nur eins zu tun, hab ich recht? Klar, ich verstehe. Was machst du da? Ob er nun bereit ist oder nicht, ist nicht unser Problem. Das weiß ich doch. Wenn du es weißt, dann handle auch danach. Ich kann nur hoffen, dass er dir nicht leid tut. Natürlich nicht. Es ist nur... Ich kämpfe nicht gern mit Leuten, die keine Ahnung haben, was eigentlich gespielt wird. Schwierig wie immer. Ich werde jetzt gehen. Ab morgen sind wir Feinde. Ich werde dich nicht schonen, also mach dich bereit. Ja. Du bist echt nett, Tosaka. Oh, was hat das denn zu bedeuten? Spar dir das. Ich kenne keine Gnade. Ich weiß. Aber ich wäre lieber nicht dein Feind, wenn sich's irgendwie vermeiden ließe. Ganz im Gegenteil. Ich mag dich sehr. Wie auch immer, pass bloß auf! Egal wie brillant Saber auch sein mag, wenn du tot bist, ist alles vorbei. Elias Fehl und Berserker. Shiro, bleib zurück. Töte sie alle, Berserker. Oh!
soll das heißen? Shiro. Oh. Das ist Archers Waffe. Er wollte mich zusammen mit Berserker erledigen. Obwohl er damit auch euch beide verletzen würde. Drin. Dein Archer ist wirklich sehr gut. Lass uns gehen, Berserker. Bye, bye. Wir sehen uns wieder, großer Bruder. Shiro! Ein Waffenstillstand? Ist das dein Ernst? Berserker ist ein unfassbar starker Gegner. Meinst du nicht, dass wir ihn zusammen mit Saber und ihrem Master besiegen könnten? Das ist keine gute Idee. Sie wären uns nur im Weg. Denk doch mal nach. Soll das etwa heißen, dass du dich dem Befehl deines Masters widersetzt? Ich werde ihn befolgen. Zumindest solange du mein Master bist. Warte. Ich glaube, du hast mir nicht erzählt, was für ein Heroic Spirit du bist. Erinnerst du dich jetzt an deinen richtigen Namen? Nein, bisher noch nicht. Mein Gedächtnis scheint etwas lückenhaft zu sein. Aber eins solltest du wissen. Das liegt ganz allein an deiner fehlerhaften Beschwörung. Für wen hältst du dich? Hey! Komm sofort zurück und schlepp meine Sachen! Könnte ich noch etwas Reis haben? Ach, natürlich. Du bist nicht gerade wählerisch, was das Essen angeht, oder? Korrekt. Solange mein Gaumen nicht widerspricht, ist alles in Ordnung. Du kannst jede Menge Reis essen und wirst trotzdem nicht fett. Echt beneidenswert. Guten Morgen! Ich bin am Verhungern, also gib mir... Ich hätte gerne eine Erklärung dafür! Und zwar Protokoll! Es tut mir leid. Ich hätte das früher mit dir besprechen sollen, Fujimura. Die Wahrheit ist, mein Haus wird gerade komplett renoviert. Das muss ziemlich lästig sein.
seinem Besuch aus Übersee zu haben. Und das ausgerechnet jetzt. Ich wollte mich von der Schule beurlauben lassen und in ein Hotel ziehen. Aber letztendlich konnte ich Emias nettes Angebot nicht ausschlagen. Wir sind Schulfreunde, aber ich... Oh, mach dir gar keine Gedanken. Dieses Haus und Chiro gehören ganz dir. Vielen Dank. Wie nett von dir. Mehr Reis. Für mich auch, bitte. Sofort. Sakura, du kommst zu spät zum Morgentraining. Beeilung. 1, 2, 3, 4. Oh, tut mir leid. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Ja. Du kommst mit mir in die Schule? Ein Servant hat die Pflicht, ihren Master zu beschützen. In der Schule kann mir gar nichts passieren. Du kannst ruhig hierbleiben und auf mich warten. Wenn mein Master das so sagt, dann muss ich ihm das glauben. Trotzdem musst du mir etwas versprechen. Ruf mich, sobald du irgendeine Gefahr spürst. Diese Gedanken transferieren sich zu mir, wenn du denkst, dass du mich brauchst. Wenn du meinst, ich schaffe es nicht mehr rechtzeitig, wende einen Befehlszauber an. Okay, ich verspreche es. Was ist das? Ich fühle mich so schwach. Hey, Emiya. Beeil dich, sonst kommst du zu spät. Shinji! Alles okay? Was ist los? Du siehst nicht gerade gut aus. Nein, alles in Ordnung. Mir ist nur etwas schwindelig. Nimm das nur nicht so leicht. Du siehst aus, als wärst du kurz vorm Abkratzen. Ein magisches Feld? Es gibt noch einen Master an der Schule. Er ist derjenige, der dieses Feld aufgebaut hat. Deshalb fühlte ich mich vorhin so unwohl. Aber warum sollte er sowas tun? Je mehr Lebenskraft die Servants absorbieren, desto mehr Mana können sie sammeln. Ich bin mir sicher, dass er die Schüler dieser Schule benutzt, um seinen Servant zu stärken. Was sagst du da? Das Feld scheint aber noch nicht fertig zu sein. Und ich werde die Aktivierung auf jeden Fall verhindern. Wir müssen sofort diesen Master finden und ihn aufhalten. Oh. War das... ein Schrei? Oh, Chiro, warte! Oh. Ein Glück, sie ist nur ohnmächtig. Von wegen ohnmächtig. Man hat ihr die Lebenskraft geraubt. Warte mal, ich glaube, ich kann ihr helfen. Geheilt, ich bin geheilt. Kümmere dich um sie. Emiya! Du bist tatsächlich ganz allein gekommen. Oh. Shinji! Nun, willst du nicht deinen Servant rufen? Emiya ist ziemlich dämlich. Er hat vielleicht vergessen, wie das geht. Sag nicht. Das Feld? Über die Schule? Ja, das war ich. Ich kann jeden an dieser Schule töten, wenn ich will. Hör auf! Was? Du erteilst mir Befehle! Für wen hältst du dich?
Shinji! Du nervst mich langsam. Emir, bis dann. Verschwinden wir, Ryder. Jetzt wissen wir, wer verantwortlich ist. Ja, Shinji. Aber wie geht es dem Mädchen? Es geht ihr zum Glück besser. Kümmere dich darum. Ich habe verstanden, Master. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Schrecklich. Shinji! Du! Ich war's nicht! Du warst es nicht? Das ist unfassbar! Du musst das magische Feld sofort deaktivieren, sonst werde ich... Ich war's nicht. Ich hab sie nicht getötet. Der Servant von vorhin. Nicht. Ihr müsst mir glauben, sie hat sich Ryder geschnappt und... Von wem redest du eigentlich? Keine Ahnung. Es liegt daran, dass ich nie vorsichtig genug bin. Er atmet noch. Wir können es noch schaffen. Sie sind alle am Leben. Wir können sie retten. Was da gerade passiert ist, Chiru? Naja, du warst so ruhig. Das hat mich echt überrascht. Ich habe mich auf meinen Instinkt verlassen. Genau wie du. Außerdem bin ich an den Anblick von Leichen gewöhnt. Daran liegt's wohl. Du bist daran gewöhnt? Was ist denn das? Du hier? Mit Saber? Oh. Und du? Was hast du denn plötzlich hier zu suchen? Ich habe deutlich gespürt, dass etwas nicht stimmt. Naja, jetzt ist wohl alles in Butter. Oh ja, es ist alles in Butter. Ich werde dir erzählen, was hier los war. Also bleib gefälligst genau dastehen. Hast du eigentlich irgendeine Ahnung, was Shiro und ich gerade durchgemacht haben?
Willst du dich etwa vom Krieg zurückziehen, junger Mann? Wie soll ich denn kämpfen? Ich hab nicht mal einen Servant! Ryder war wirklich zu nichts zu gebrauchen! Dann war also der Servant schuld? Ja! Ich kann nichts für diese Niederlage! Aber diese arroganten Mistkerle, sie sehen auf mich herab! So bist du also fest entschlossen, weiterzukämpfen? Du hast wirklich Glück. Es gibt einen Servant, der zurzeit ohne Master ist. Ich denke, ich lasse Saber sich mit Berserk herumärgern. Dafür brauche ich nur deinen Befehlszauber. Assassin, Hüter des Ryudu-Tempels. Du scheinst es eilig zu haben. Dann kämpf dir den Weg frei. Du? Was machst du denn hier? Ich war in der Nähe. Nur keine Sorge. Archer? Was hat dieser Mistkerl-Assassin vor? Wie seltsam. Zwei Servants am selben Ort? Caster, bedeutet das etwa, dass sich dein Master und der von Assassin verbündet haben? Du machst mir Spaß. Meinst du etwa diese Marionette, die ich herbeizitiert habe? Ich verstehe. Du hast also die Regeln gebrochen. Ach ja? Ich bin eine Magierin, die sich einen Servant herbeigerufen hat. Was ist daran falsch? Du absorbierst die Seelen aller Menschen in dieser Stadt und lässt dabei Assassin die Drecksarbeit machen. Ist das schon alles? Steh da nicht so rum! Verdammt, wieso gerade ich? Lass mich sofort runter! Halt die Klappe, sonst kriege ich noch Kopfschmerzen von meiner eigenen Blödheit! Versuch dich zu bewegen. Sieht aus, als würde der Sieger feststehen. Saber ist draußen. Ich habe also keine Zeit mehr mit dir zu verschwenden. Beweg dich. Was sagst du da? Los! Du sollst dich bewegen, Caster! Drehe und wende dich, mein Knochen. Kalatschbalk!
Wieso hast du mich verfehlt? Ich ziehe mein Schwert nur bei einem sicheren Sieg, kurz vor dem Todesstoß. Ich töte nicht gern ohne Grund. Dann scheint ihr beiden euch ja wirklich sehr ähnlich zu sein. Wie bitte? Du tötest nicht gern, wenn es für dich nichts zu gewinnen gibt. Ach. Und dieser Junge da drüben erträgt es nicht, wenn Unschuldige ihr Leben verlieren. Macht euch das nicht zu Brüdern. So ein Schwachsinn! Ich bin überhaupt nicht wie er! Der Junge hat recht. Wir beide sind grundverschieden. Wirklich eine Schande. Verbünde dich mit mir! Wie war das? Ich habe bei weitem mehr zu bieten als dein derzeitiger Partner. Wer will dich schon zum Partner? Ich sage nein. Deine Seite ist nicht stark genug. Ich habe keinerlei Interesse. Du willst also nicht mal verhandeln? Ganz genau. Hör zu. Ich bin allein aus freien Stücken hierher gekommen. Ich brauche dich nicht zu besiegen. Du darfst gehen. Wie bitte? Warte! Oh. Wieso hast du das getan? Sie ist doch verdammt nochmal verantwortlich für das, was in der Stadt passiert! Weshalb sollte man sie aufhalten? Oh. Caster absorbiert die Lebenskraft anderer Menschen. Sobald sie stark genug ist, wird sie Berserker besiegen. Danach können wir sie ganz einfach ausschalten. Halt endlich den Mund! Ich bin anders als du! Ich würde nie das Leben anderer opfern, nur um zu gewinnen! Es ist unmöglich, jeden zu retten. Akzeptiere es. Wenn du nicht bereit bist, das Leben auch nur eines Menschen zu riskieren, wirst du am Ende niemanden retten können. Du musst deine Ideale vergessen. Ich verstehe. Das ist das Ende. Da du nichts hast, wofür du kämpfen kannst, wirst du jetzt sterben, Shiro Emiya. Shiro. Saber. Wieso hast du nicht die Chance genutzt und mich angegriffen? Das wäre sehr unpassend. Ich kann keine Blume voller Schmerz pflücken. Geh. Tut mir leid. Wir klären das ein andermal. Wirst du mich aufhalten, Samurai? Interessante Frage. Wirst du mich davon abhalten, die beiden entkommen zu lassen? Lass Fujimura los! Fujimura! Du hast... Ganz recht, der Rulebreaker. Ein unreiner und heimtückischer Dolch, der sämtliche Allianzen zunichte macht. Caster, du hast sie! Ganz genau. Sie ist jetzt mein Werkzeug. Du kannst damit anfangen, das Mädchen da drüben zu töten. Hör auf! Töte sie. Widersetz dich dem Befehlszauber! Lauf weg, Shiro! Saber!
Verdammt. Das ist... dieser Stein. Du hast dich dem Befehlszauber eine ganze Nacht lang widersetzt. Sie hat diesen Ort entdeckt. Das Mädchen ist wirklich ein Pechvogel. Ich verstehe. Du hast also Kire getötet. Es schien nicht so, als würde er uns den Heiligen Gral freiwillig überlassen wollen. Das ist... das ist... Herr Kozuki. Und? Hast du einen Blick auf die Leiche geworfen? Was meinst du damit? Kire würde nie so einfach sterben. Du hast es wirklich nicht drauf. Aber ich rette Saber für mich. Ich kümmere mich um diese Hexe. Rin, als Magierin hast du keine Chance. Das weißt du, oder? Ich werde sie fertig machen. Sehr idealistisch. Unglücklicherweise ist es schwer, Caster zu besiegen. Sie hat schließlich ihren eigenen Bruder in Stücke geschnitten, um entkommen zu können. Warte! Was hast du vor? Soldaten aus einem Drachenzahn sprießen zu lassen, war ein Zauber des Königs von Kolchis. Seine Tochter, Prinzessin Medea, wurde als extrem talentierte Magierin gefeiert. Ja? Dann weißt du vielleicht auch, welche Seite die stärkere ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich Saber vollkommen kontrollieren kann. Selbst wenn du einen Befehlszauber benutzt, Saber wird ihm standhalten. Vielleicht nur für kurze Zeit. Aber es wird reichen, um dich zu besiegen. Das ist unmöglich. Ich nehme dein Angebot von neulich an. Hattest du es nicht entschieden abgelehnt? Du bist ein Spieler. Die Umstände haben sich geändert. Da du jetzt Saber hast, stehst du auf der Gewinnerseite. Archer! Du! Los, stoß mir den Rulebreaker ins Herz. Warte. Bevor ich deinem Befehl folge, habe ich eine Bedingung. Bedingung? Etwas spät, oder? Lass die beiden gehen. Sie sind zwar Master, aber momentan geht keinerlei Bedrohung von ihnen aus. Es wäre sinnlos, sie zu töten. Na schön. Und jetzt macht, dass ihr hier rauskommt, ihr Verlierer! Gehen wir. Ich führe nur Selbstgespräche. Vielleicht habe ich die Sache falsch eingeschätzt. Ich hätte Caster von Anfang an um jeden Preis besiegen müssen. Dass Archer die Seiten gewechselt hat, ist nicht allein seine Schuld.
Vielleicht war ja mein Urteil einfach falsch. Du hast nichts falsch gemacht, Tosaka. Hä? Du hast es vielleicht versaut, aber du hast nichts falsch gemacht. Du kannst also stolz auf dich sein. Shiro. Du bist echt... Du bist unglaublich! Du konntest dieselben Schwerter benutzen wie Archer. Das hat mich auch überrascht. Das war das erste Mal, dass ich echte Waffen rekonstruieren konnte. Aber seine Schwerter waren anders. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken über ihre Strukturen gemacht. Doch ihr Bild stand mir ganz klar vor Augen. Es war, als wären sie schon immer dort gewesen. Was soll's? Wir haben eine Menge zu tun. Ach ja, ich hab was für dich. Gehört er nicht dir? Ich hatte keine Ahnung, bis ich eine perfekte Kopie davon in deinem Zimmer gefunden habe. Hey, wieso bitten wir nicht diese Ilya um Hilfe? Sag mal, bist du irre? Berserkers Master wird sich nie mit irgendwem verbünden. Das wissen wir erst genau, wenn wir sie gefragt haben, oder? Es ist immerhin möglich. Sei nicht albern. Wie rechtschaffen und ehrlich kann man eigentlich sein? Archer fände es wahrscheinlich absurd, auf so eine unsichere Sache zu hoffen. Aber wir sind anders. Ganz egal, wie klein unsere Chance auch ist, wir müssen darauf vertrauen. Zuschauer, ich kann verstehen, dass du mein Handwerk bewundern willst, aber treib's nicht so weit. Warte. Oh ja. Herzlichen Glückwunsch, du bist mein neuer Servant. Battle um dein Leben. Wenn du das tust, muss ich dich nicht töten. Niemals!
Vergiss es, Servant! Wenn du auch nur einen Finger rührst, ist dein Master tot. Dosaka! Ist dir klar, dass du mich nicht aufhalten kannst, auch wenn du meinen Master tötest? Kleine? Hey, was machst du denn da? Kleine Planänderung. Das Mädchen da drüben würde ein gutes Gefäß abgeben. Was für ein Glück, Tosaka! Du bist noch am Leben. Du weißt, dass Caster momentan Kräfte sammelt, oder? Und der Ryudo-Tempel wird diesmal der Altar sein. Allerdings sind wir etwas im Nachteil, seit unsere Gegner diesen Ort kontrollieren. Also, wieso schickst du Emiya nicht zum Teufel und schließt dich uns beiden an? Niemals! Ich werde mich nie mit jemandem verbünden, der selbst nur benutzt wird. Oh! Kapierst du's nicht? Du bist der Einzige, der glaubt, aus einem untalentierten Magier wie dir könnte je ein Master werden. Die Zeit wird knapp. Das hier wird verrotten, wenn wir zu lange warten. Hey! Verdammt, das wird dir doch leid tun! Wieso? Du wusstest doch, dass er dich umbringen würde, wenn du ihm entgegentrittst. Wieso hast du es trotzdem getan? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte sie nur retten. Ich ahnte, dass mit dir was nicht stimmt. Aber jetzt weiß ich es. Du hast eine völlig verzerrte Vorstellung. Es ist falsch, das Leben anderer über das eigene zu stellen. Der Mensch muss sich selbst am wichtigsten sein. Eigentlich ist der eigene Wert nicht wirklich messbar. Doch du bist die Waage. Und du willst weiterhin andere retten, auch wenn du dadurch diese Waage zerstörst? Tosaka. Wärst du bloß ein Lebewesen ohne Bewusstsein, wäre es völlig egal. Aber du hast dich selbst, Shiru. Du besitzt doch ein Selbstempfinden. Und trotzdem entwertest du dich. Du musst damit aufhören, sonst wirst du eines Tages zusammenbrechen. Zusammenbrechen? Eigentlich will ich genau das verhindern. Nein, du bist bereits gebrochen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber erzähl's mir. Ich bin sicher, dass du deshalb so seltsam geworden bist. Wie neulich in der Schule. Alles war voller Leichen, aber du hast ganz ruhig gesagt, du wärst an diesen Anblick gewöhnt. Du hast sowas schon mal gesehen, oder? Ich bin daran gewöhnt. Ja, ich habe sowas früher schon mal gesehen. Aber nein, das stimmt nicht. Ich wurde vor 10 Jahren vor dem Inferno gerettet. Aber daraus lässt sich bestimmt kein Kapital schlagen. Nein, Tosaka. Ich bin einfach gerettet worden. Du wurdest gerettet? Ich hatte mich mit meinem Tod schon abgefunden. Ich war mir sicher, ich würde sterben. Unter solchen Umständen, selbst wenn man meinen Körper retten würde, war es aussichtslos, meine Seele je wieder zum Leben zu erwecken. Zu diesem Zeitpunkt war ich vollkommen leer. Vielleicht habe ich einfach etwas Erhabenes bewundert. Da ich der Einzige war, der gerettet wurde, dachte ich, ich müsste alle anderen retten. Im Namen derjenigen, die damals nicht gerettet wurden. Du bist gerettet worden, also solltest du auf dich aufpassen. Man hat dich einfach gerettet, deshalb musst du dein Glück auch annehmen. Dass dir etwas so Furchtbares passiert ist, ist doch ein Grund, jetzt glücklich zu sein. Ich danke dir, Tosaka. Vielleicht habe ich was falsch verstanden, aber das spielt keine Rolle. An dem Gedanken, anderen Menschen helfen zu wollen, ist ganz bestimmt überhaupt nichts Falsches. Dieser abnorme 8. Servant. Er kann auf keinen Fall ein echter Servant sein. Und sein Pakt mit Shinji ist ebenfalls ein Rätsel. Wir sollten uns erstmal um Caster kümmern. Während wir hier stehen, sammelt sie weiter Kräfte.
Du hast recht. Völlig ausgeschlossen, dass ihr beide das hinkriegt. Lanza! Wartet! Ich will nicht kämpfen. Was? Ich bin hier, um euch sogar ein bisschen zu helfen. Uns helfen? War das etwa deine Idee? Oder hat jemand... Befehl meines Masters. Er sagt, er will euch von nun an helfen, weil Caster immer stärker wird. Tja, also sowas wie ein Bündnis, bis wir sie besiegt haben. Gut, ich bin einverstanden. Und du, Emir? Glaubst du wirklich, ich traue dir so einfach? Das tue ich, weil dein Partner eine wundervolle Frau ist. Und diese wundervolle Frau ist einverstanden. Und du bist doch ein kluger, gutmütiger Typ. Ich muss dir noch was sagen. Dieser Anhänger, den du mir zurückgegeben hast, ist einzigartig. Archer hat den Anhänger zurückgebracht, den du in meinem Zimmer gefunden hast. Ich dachte schon, er hätte ihn sich wieder unter den Nagel gerissen, aber... Ich wusste es. Ich wusste, ihr würdet kommen. Hi. Ich bin dein Gegner. Mach dich bereit. Es ist erst wenige Tage her und schon hast du einen neuen Servant? Los geht's. Dass es einen Speer gibt, der den Ayas durchbohren kann. Sag schon, wer bist du? Nur ein Bogenschütze. Das ist lächerlich. Als ob so einer ein Schild hätte, das Nobel von Tessim standhält. Kann sein, aber davon abgesehen... Es sieht aus, als würde Caster ihren ganz eigenen Kampf kämpfen. Also das hast du in Wirklichkeit vor. Race on.
Mein Geliebter, Soichiro. Costa. Der Grund? Saber! Saber! Shiro! Daneben! Was tust du da? Ich tue ausschließlich Dinge, die mich meinem Ziel näher bringen. Du hast immer noch vor, Shiro zu töten? Hör auf, Acha. In deinem Zustand solltest du dich nicht überanstrengen. Ich habe es geschworen. Ich werde ihn beschützen. Ich verstehe. Dann wirst du hier sterben. Los! Damit wirst du deinen Körper zerstören. Es ist ein Wunder, dass du so lange überlebt hast. Dafür wirst du jetzt den Preis zahlen müssen. Du hast deine Grenzen erreicht! Archer! Du sollst dich meinem Befehl unterordnen und dein Schwert soll mein Schicksal bestimmen. Treu dem Gesetz des Heiligen Grals, antworte mir, wenn du bereit bist, diesem Ruf zu folgen. Hiermit schwöre ich, dass ich alles Gute bin, was in dieser Welt ist. Ich bin die, die das Böse in der ewigen Welt vernichten wird. Du, die 7 Tage in die göttliche Dreifaltigkeit gewandelt, tritt heraus aus dem Kreis der Zwänge, Hüter des Himmels, antworte mir. Und mein Schicksal soll zu deinem Schwert werden. Ich, Saber, akzeptiere diesen Pakt. Ich betrachte dich als meinen Masterin. Du denkst, du könntest mich besiegen. Glaubst du das wirklich? Nach all diesen Phantasmen muss dein Mana so gut wie aufgebraucht sein. Jetzt, wo du keinen Master mehr hast, bist du machtlos. Ein Archer-Servant kann ohne Master 2 Tage überleben. Das reicht völlig, um diesen Rotzlöffel zu töten. Wieso? Wieso willst du, dass es so endet? Was du vorhast, ist absolut falsch. Selbst wenn du es tust, wirst du... Und du? Wie lange wirst du noch diesen falschen Begierden folgen? I am the bone of my sword. Hör auf! Unknown to death, nor known to life. Unlimited blade works. Verwandelt unsere Vorstellung in Wirklichkeit. Ein verbotener Fluch, der die wirkliche Welt absorbiert. Diese Welt ist alles, was ich habe.
Bei jeder Waffe genügt ein Blick von mir, um sie zu kopieren und hier aufzubewahren. Das ist meine Kraft als Heroic Spirit. Soll das etwa heißen, dass das hier deine Welt ist? Du kannst es gern ausprobieren. Ich werde dein heiliges Schwert problemlos kopieren können. Du weißt, was für ein Schwert das ist? Ich gebe zu, die Kopie wird nicht ganz so beeindruckend wie das Original, aber sie wird nahezu perfekt sein. Dorthin, wo mich niemand stört. Und was hast du mit Rin vor? Ich nehme sie als Geisel. Dieser Rotzbengel da wird mir ganz bestimmt folgen. Außerdem ist Rin auch noch dein Master. Wie gern du ihn auch beschützen möchtest, das Leben deines Masters ist wichtiger. Der Wald am Stadtrand. Das Einsbernschloss. Dort wird dich niemand behelligen. Shiro! Ich werde mir dein Gejammer anhören. Aber wag es ja nicht, Tosaka auch nur ein Haar zu krümmen. Und selbst wenn ich Sabers Stärke dazu brauche, ich werde dich töten! Hast du erreicht, was du wolltest, Kleine? Du Mieser! Warte! Er hat uns geholfen. Hey, wo ist das Mädchen? Archer hat sie mitgenommen. Was? Archer! Musst du Shiro denn unbedingt töten? Ja. Ein Mann, der so naiv ist, sollte so schnell wie möglich sterben. Ich weiß, dass er naiv ist. Aber ich finde gerade das äußerst liebenswert an ihm. Allein der Gedanke, dass er nur genauso sein kann. Allein der Gedanke, dass es jemanden wie ihn gibt, gibt mir das Gefühl, dass ich gerettet werden kann. Hey, Tosaka! Shinji! Was gibt's, Archer? Schlottern dir beim Anblick meines Gilgamesh die Knie? Du bist wegen Rin hier? Natürlich. Weswegen sollte ich wohl sonst in dieses stinkende Schloss kommen? Trotzdem wirst du warten müssen, bis ich mit Shiru Emiya fertig bin. Danach werde ich sie dir geben. Und wenn dir das nicht passt... Sehr interessant, du Clown. Nein, ist schon gut. Archer wird sowieso von ganz allein verschwinden. Was für ein Schwindler. Du kommst zu spät. Was hast du mit Tosaka gemacht? Da du dich so dermaßen verspätet hast, habe ich sie Shinji gegeben. Ganz ruhig. Mein Master hatte den Befehl, sie am Leben zu lassen, also keine Sorge. Wir beide haben genau den gleichen Anhänger. Seltsam. Es sollte davon nur einen einzigen geben. Das ist richtig. Du wirst diesen Anhänger für den Rest deines Lebens bei dir tragen. Es gibt keine Kopie.
Außerdem ist er ein Andenken an Rintosakas Vater. Ich verstehe. Dein richtiger Name ist Heroic Spirit Emya. So heißt du in Wirklichkeit. Bist du denn etwa nicht die heroische Verkörperung von Shirus Idealen? Warum um alles in der Welt versuchst du dann, dich umzubringen? Ich bin der Heroic Spirit seiner Ideale, das stimmt. Ich habe viele Menschen gerettet und sogar weltweite Krisen abgewendet. Trotzdem, alles, was mir am Ende blieb, war Reue. Nur der Tod währt für immer, wer dir versteht. Nur der Tod? Um so viele Menschen wie möglich zu retten, tötete ich und tötete immer weiter. Ich tötete sehr viele Menschen, nur um meinen Idealen zu genügen. Und ich rettete 1000-mal mehr Menschen, als ich getötet hatte. Ich habe längst vergessen, wie oft sich das nun schon wiederholt hat. Saber, ich hatte keine Chance, mich aus diesem Teufelskreis zu befreien. Aber es gibt da eine Ausnahme. Ich glaub's nicht. Du bereust das alles. Natürlich. Ich? Nein. Du hättest niemals ein Heroic Spirit werden sollen. In diesem Fall sind wir zwei völlig verschieden. Ich bereue gar nichts. Ich werde dich niemals anerkennen. Ich werde diese falschen Ideale mit meinen eigenen Händen auslöschen. Offenbar hast du verstanden. Du und ich, wir werden die Klinge kreuzen. I am the bone of my sword. Oh. Trace on! Shit! Lancer! Nicht bewegen. Das reicht, Lancer. Hm? Was? Kirei! Du lebst also noch? Ich dachte, mein Master wollte sich niemals in der Öffentlichkeit zeigen. Du hast dich meinem Befehl widersetzt. Ich hatte dir befohlen, dich um Archer zu kümmern. Der Kerl wird sowieso verschwinden. Eine Frage. Ist der Kleine da drüben sowas wie dein Haustier? Sowas darfst du nicht sagen. Wir beide arbeiten zusammen. Wir haben uns zusammengetan, um an den Heiligen Gral zu kommen. Du Mistkerl! Was hast du eigentlich mit dem Mädchen vor? Du wolltest sie doch überhaupt nicht retten. So würde ich das nicht sagen. Sie ist eine wertvolle Schachfigur. Es wäre schade gewesen, sie so früh zu verlieren. Deshalb solltest du sie beschützen. Ich habe meine Rolle als Mentor mehr als erfüllt. Töte sie! Ohne Befehlszauber werde ich das nicht tun. Du hast es so gewollt. Töte dich selbst, Lancer. Rin, auch du kannst sterben. Du Mieser. Wenn man mich so leicht umbringen könnte, wäre ich niemals zum Helden geworden. Hm.
Gehört mir allein. Aber wenn du brav bist, könnte ich mit dir teilen. Komm, sei ein bisschen nett zu mir. Du Mistkerl. Lass die Finger von ihr. Du lebst immer noch. Verschwinde! Wir müssen die Blutung stoppen. Was der Gerbold durchbohrt, ist verloren. Geh. Auf Wiedersehen, Lancer. Wir kannten uns nicht gut. Aber ich mag Menschen wie dich. Ach, du kleines Mädchen. Komm wieder, wenn du ein bisschen älter bist. Glaubst du ernsthaft, dein nachgemachtes Schwert wäre genauso gut wie meins? Deine konzeptionellen Fähigkeiten sind miserabel. Sei still! Du hast es gesehen, oder? Die Zukunft, die auf dich wartet. Ein Schwindler, der sein ganzes Leben lang an wertlose Ideale gekettet ist. Das ist die Wahrheit über dich, Shiro. Du Mistkerl! Bist du sicher, dass du ein Held werden willst? Ich will keiner werden! Ich werde einer! Das dachte ich mir! Das ist im Grunde auch das Einzige, was du fühlst! Wie war das? Du bist doch nur starr vor Ehrfurcht! Der Mann, der dich gerettet hat, sah so glücklich aus, dass du wie er werden wolltest! Deine Ideale sind lediglich geborgt! Das stimmt nicht! Mich trieb einzig und allein der Glaube, dass ich für andere leben müsste. Ich merkte nicht, dass ich mich irrte und machte immer weiter. Der Wunsch, dass alle glücklich sein mögen, ist ein Märchen. Wenn du ohne diesen Traum nicht leben kannst, lass dich von ihm mit in den Tod ziehen. Mein Körper. Mein Körper besteht aus Schwertern! Unmöglich. Du wirst mich nicht besiegen. Alle anderen sind mir egal, aber ich verliere nicht gegen mich selbst! Niemals! Du weißt, dass du Unrecht hast und trotzdem kämpfst du weiter! Ich weiß, was ich tue! Genau diesen Fehler habe ich auch gemacht. Oh nein, das ist kein Fehler. Ja.
Ich habe gewonnen, Archer. Ja. Und dein Sieg ist meine Niederlage. Was auch immer die Zukunft bringt, ich werde nichts bereuen. Ich werde damit fertig werden. Das wirst du. Alles andere wäre eine Lüge. Das war äußerst unterhaltsam. Was für ein armseliger Kampf zweier Blenden. Verstehst du jetzt? So fühlt es sich an, wenn es echt ist. Schwindler wie du gehören schnellstens entsorgt. Kämpfe gegen ihn. Du kannst es schaffen. Du Mistkerl! Was hast du mit Archer gemacht? Zurück! Ich werd ganz schmutzig. Um euch werde ich mich später kümmern. Du läufst davon? Ich muss dringend den Heiligen Gral komplettieren. Das Ding hat sein Gefäß verloren. Wer weiß, was passiert, wenn es überläuft? Er will den Heiligen Gral im Ryudo-Tempel vervollständigen. Also müssen wir den Kampf erzwingen. Du wirst Gilgamesh am Tor aufhalten. Inzwischen nehmen Shiru und ich den Hintereingang. Warte. Saber sollte nicht gegen ihn kämpfen. Wieso nicht? Seine Stärke ist die des Krieges selbst. Nur jemand mit derselben Kraft hat eine Chance gegen ihn. Aber wer könnte... Dieselbe Kraft? Sein Gegner wird... Du wirst es sein, oder? Archers Reality Marble ist das Einzige, was ihn in Schach halten kann. Aber das erfordert eine wirklich ungeheure Menge an Mana. Wenn die eigenen Ressourcen nicht ausreichen, darf ein Magier sich auch anderswo bedienen. Also ich... Tja... Ich habe keine Wahl. Ich werde dich benutzen müssen. Ich dachte, du wolltest den Heiligen Gral. Es ist der kostbare Heilige Gral. Lass ihn ja nie wieder los. Bist du sicher, dass du deine magischen Siegel auf mich übertragen kannst? Es gibt keinen anderen Weg. Wenn es funktioniert, habe ich ausreichend Mana, damit du die Reality Marble benutzen kannst. Konzentrier dich und lass uns anfangen. Seite an Seite. Kontrolliert die Siegel. Nummer 1, Nummer 16. Stopp. Kennzeichnet diesen Pakt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Endlos. Klein, groß, groß, klein. Seite an Seite. Spring hervor.
hat es denn funktioniert? Alles hängt jetzt allein von dir ab. Ja, danke, Tosaka. Tosaka? Du hast meine Erinnerungen gesehen. Nicht wahr? Also... Du Monster, du! Ich habe schon gewartet, Saber. Assassin! Die dich herbefohlen hat, ist tot. Ohne Caster kannst du unmöglich in dieser Welt bleiben. Sie mag eine Magierin sein, aber für einen immateriellen Servant ist es unmöglich, einen anderen Servant zu kontrollieren. Diese Frau hat mich herbeigerufen und diesen Ort als mein Gefäß auserkoren. Mit anderen Worten, solange das Tor zu diesem Tempel existiert, werde auch ich existieren. Ich bleibe nicht bis zum Morgen. Ich habe Glück, dass ich überhaupt so lange durchgehalten habe. Du hast es getan, damit du gegen mich kämpfen kannst? Es ist immer mein Schicksal gewesen, wie eine Blume zu vergehen. Und da ich hier am Ende dich treffen konnte, wird das hier meine letzte Bühne sein. Was ist das? Das ist der Heilige Gral? Er hat noch nicht seine ursprüngliche Form angenommen. Er wird bald platzen. Oh. Dass ich diese hässliche Visage noch mal sehen würde. Gilgamesh? Aber... Gegen wen kämpft dann Saber? Ja. Dieser Kokon wird bald aufbrechen. Aber es wäre zu traurig, dem ganz allein beizuwohnen. Wenn ihr einfach leise von der Seite zuschaut, solltet ihr wissen, dass euer Leben einen Sinn gehabt hat. Ach, tatsächlich? Entschuldige, aber wir... werden deinem Gral auf der Stelle Einhalt gebieten! Kleines Mädchen, wer hat dir das erlaubt? Tracer! Du wagst es. Also all meine Noble Phantasms kopiert? Dann kann ich nur noch eins sagen. Sicherung entfernen. Viel Glück! Fahrt nach vollkommenen und Feuer! Ich hielt sie für einen hübschen kleinen Vogel, doch sie war furchtlos wie eine Löwin.
das schon alles ist, hätte Archer den Kampf überleben sollen. Er war zwar auch ein Schwindler, aber wenigstens hatte er nicht so eine halbgare Ideologie. Hat er dir nicht gesagt, dass deine Ideale nur geborgt sind? Oh doch, das hat er allerdings. Er sagte, am Ende deiner Träume wartet nur die Täuschung auf dich. Aber ist er selbst nicht bis zum Ende seinem Traum gefolgt? Weil er sich nicht um seine Ideale gekümmert hat, wuchs sein Verlangen nach etwas ebenso Kostbarem. Was ist falsch daran? Selbst wenn es das Ideal eines anderen ist, solange man ihm bis zum Ende treu bleibt. Habe ich recht? Diese Wunde hätte tödlich sein sollen, aber du warst erstaunlich zäh. Bis jetzt. Geh zurück, Shiro! Überlass mir den Rest. Nein, ich werde allein mit ihm fertig. Shiro! Dass du mit Tosaka den Heiligen Gral aufhältst, ist wichtiger. Viel Glück. Bist du wahnsinnig? Du schickst deinen Servant weg, damit sie diesem kleinen Mädchen hilft? Ich habe mich geirrt. Ich bin gar nicht in der Lage, Schwerter zu erschaffen. Aber ich kann meinen Geist materialisieren. I am the bone of my sword. Was? Eine Welt, die... eine unendliche Zahl an Schwertern beherbergt. Sie werde ich erschaffen. Ihr Name? Unlimited Blade Works! Eine Reality Marble. Alles hier sind Imitationen. Vollkommen wertlos für dich. Trotzdem. Nirgendwo steht, dass eine Imitation nicht das Original besiegen kann. Hier kommt der König der Helden. Ich hoffe, du hast genug Waffen. Freu dich nicht zu früh, du Bastard! Rin! Nein, nicht! Du darfst es keinesfalls anfassen. Aber... das Ding wird gleich platzen. Du musst es mit deinen Noble Phantasms zerstören. Dann komm da raus. Wenn du den Teich erreicht hast, erledige ich den Rest. Es ist soweit. Shinji, ich sollte mich bei dir entschuldigen. Ich konnte dich nicht... ist schon gut. Lauf. Ich werde mir diesen Mist nicht anhören. Verschwunden? Was für ein Miststück. Du Mistkerl! Reiß dich bloß zusammen, Kleiner! Zu denken, dass ich...
wie dir besiegt werde! Mister! Das glaubst auch nur du! Na warte! Dieses Ding ist trotzdem zu mir gekommen. Wir sind doch beide Servants. Ich kann nicht sein Kern sein. Duck dich nach rechts. Du bist Kerl. Bitte schließ wieder einen Pakt mit mir. Das kann ich nicht. Ich habe nicht das Recht dazu. Und außerdem habe ich kein Ziel mehr. Mein Kampf ist vorbei. Aber dann wirst du doch niemals... Das ist nicht gut. Ich bedauere nichts auf dieser Welt, außer... Bitte kümmere dich um mich, Rin. Er ist ein ziemlich hoffnungsloser Fall. Archer. Ja, das werde ich. Ich tue mein Bestes. Ich hoffe sehr, er wird es schaffen, sich selbst zu lieben. Und deshalb solltest du auch... Ich habe meine Antwort gefunden. Keine Sorge, Tosaka. Auch ich werde von nun an mein Bestes tun. Oh Mann, verdammt! Jetzt konnte ich mich nicht mal bei ihm beschweren. Manchmal denke ich noch an den dumpfen Klang von aneinanderschlagendem Metall. An die fernen, gleißenden Schwertkämpfe, die niemals enden. Unsere Überzeugungen sind aufeinandergeprallt. Um meine Träume Wirklichkeit werden zu lassen, habe ich mich mit meinen Idealen auseinandergesetzt. Ich habe immer noch keine eindeutigen Erkenntnisse gewonnen. Es wird vielleicht noch lang dauern, bis ich eine Antwort darauf finde. Suzuku koto bakari.